Ja, willkommen auf meinem Kanal. Das nächste Level steht an bei Severance Blade of Darkness Festung Shalatuvar der Orks. Dort werde ich jetzt eindringen und hoffentlich ein paar Orks niedermetzeln, bevor sie mich ganz und gar niedermetzeln. Fangen wir an! Die Ritter erbauten die Festung Shalatuvar vor hunderten von Jahren zur Unterwerfung des Berglands Irevan. Vor langer Zeit gaben die Ritter dieses Gebiet auf. Seitdem hat ein mächtiger Orkstamm hier sein König. Eine größere Macht als die ihre zwingt sie zum Kampf. Na dann, einmal speichern. Achso, Essen brauchen wir jetzt ja nicht. Wir sind immer noch Level 2. Der hat nicht mal einen neuen Level gegeben. Also wenn ich mich an den einen Gegner da erinnere, der mir, keine Ahnung, ja, der mir 2 Level gegeben hat. So, schauen wir uns mal die Festung an. Anscheinend sind wir hier irgendwie reingekommen. Also hier könnte ein normaler Mensch sich eigentlich durchzwängen. Das hilft ja wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, mit was für Gegnern die rechnen. Aber anscheinend größere Gegner. Ein Heiltrank wäre natürlich auch gut, wenn man hier noch einen finden würde. Da ist der erste Ogi. Orki. Ist die Frage, greifen wir mit dem Angriff an? Ne, wir nehmen jetzt erstmal das Hakenschwert. Das Krummschwert. Die engen Gänge sind natürlich gut zu verteidigen. Ja. Ist auch okay. Beide mit einem Schlag. Gucken wir uns weiter die Festung hier an. Okay, hier sind irgendwelche Einbuchtungen. Eine Falltür. Alles mit Moos bewachsen. Da ist unser dicker Freund. Du gibst uns Lebensenergie. Trink ruhig, trink, mein Freund. Du brauchst es. Ach ja, wir steigen ja auch noch ein Level auf. Und den Lagerschlüssel haben wir. Da hätten wir uns ja gar keine Lebensenergie ziehen müssen. Da bin ich hier durch den Lagereingang eingedrungen. Ein paar verdorrte Bäume mit Schatten. Sieht man die Sonne eigentlich? Müsste doch jetzt die Sonne sehen. Schade, dass man keine Sonne sieht. Obwohl der Schatten hier entsprechend geworfen wird und ich hier offensichtlich direkt in die Sonne sehe. Da muss man sich erstmal ein bisschen zurückziehen, damit die kleinen Gobos nicht auf mich schießen können. So, da kommt der nächste. Okay. Das mit der Lebensenergie ist ziemlich klasse, wenn wir die zurückkriegen. Boah, ich sehe echt gar nichts, ne? Diese Ansicht hier. Das war schon ein starker Kampf. Wird auch Zeit, dann abzuspeichern. Das darf man ja wieder nicht vergessen. 50 Lebensenergie nehmen wir auch mit. Hebel bedienen. Hier ist auch irgendwie so eine kleine Tür. Aber da sieht man, dass da nichts hinter ist. Auf gar keinen Fall abspeichern, weil wir hier auf der Plattform sind. Sondern wir speichern jetzt. Na, wir laufen noch ein Stück hoch.
verschaffen wir uns mal einen Überblick. Interessante Textur da hinten. Das sieht schon ganz schick aus. Überall bewachsen. Da ist ein dicker. Okay, wir speichern ab. Dann habe ich dich einmal getroffen. Oh. Okay. Da habe ich auch nicht in diesem dünnen, engen, schmalen Gang gekämpft. Ach, ich bin noch nicht auf dich aufgeschaltet. Welches Problem? Schade, dass sich dadurch nicht das Gift heilt. Was haben wir denn hier für einen schönen Ausguck? Hier kann man eigentlich auch ganz gut Bogenschützen platzieren. Interessante Ork-Festung, außer dass sie nicht bewacht ist. Wenn man nicht weiß, dass man hinten mit dem Rücken zur Wand steht, ist das natürlich ein Problem. Stehen wir schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Und ich krieg meinen Schlag schon wieder nicht hin. Was jetzt gleich wieder tödlich endet. So, jetzt speichern wir aber gleich mal ab, damit wir den ganzen Mist nicht normal machen müssen. Auch wenn wir hier echt ganz, ganz grottig unterwegs sind. Frage, war hier noch irgendwas? Achso, hier konnte man nur durchgucken. Da liegt eine schöne Rüstung. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Also den dicken, ja, den mache ich jetzt noch mit der Waffe kalt. Dann habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte. Wenn wir dann irgendwann schaffen, uns nicht treffen zu lassen. Wieder zur Wand und merk's nicht. Genau das war zu brauchen. Ein Stuhl zum Werfen. Nichts zu essen hier. Nichts zu essen. Lebenstrank. Da hinten war irgendwo ein Lebenstrank. Trinken wir. So. Ich nehme auch gern wieder eine andere Waffe. So, was haben wir? Ein Verliesschloss. Da habe ich keinen Schlüssel. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so drin ist. Das sieht ja ein bisschen besser aus mit der Lebensenergie jetzt. Wir nehmen jeden Lebenspunkt, den wir kriegen können. Ja, das sind ja hier auch nette Positionen, um einfache Leute wie mich abzuschießen. Da ist ein Hebel, da kommen wir wieder raus. Was sollen das sein? Betten? Packen, Knochen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Betten sind. Und ich höre irgendwas. So, Spiel speichern. Ich weiß nämlich nicht, ob ich gerade abgespeichert habe. Ein Lebenspunkt, wirklich.
treffe ja nicht mal diese blöden Fässer. Wie kann man von mir erwarten, dass ich einen Gegner treffe? Aber die Festung ist hier auch ganz schick. Ah, da ist die Sonne. Jetzt sehe ich sie. Und wenn ich mich jetzt hier ein paar Stunden aufhalte, ob sie untergehen wird? Ich glaube nicht. Ein Loch im Boden. Da drüben gibt es bestimmt tolle Sachen. Na, leichte Amazonenrüstung. Wenn ich das nicht tragen kann, dann ist es eine leichte Amazonenrüstung. Na gut, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier rüber gesprungen. So, Banker, okay. Das ist hier wohl wer was für die Amazone. Speere. Nein, mein Heiltrank! Lass uns verhauen. Einmal aus dem Konzept gebracht. Schon tot. Es lässt sich ja auch kein Schwierigkeitsgrad einstellen. So, da muss ich jetzt nicht nochmal rüber. Da weiß ich, dass es da nichts gibt. Du kommst von da. Ah, du hast einen Schlüssel, okay. Tausender Lebenstrank. Meins. Also ich kann mir hier das Leben auf dieser Burg schon oder auf dieser Orkenfestung richtig gut vorstellen. Ich finde das richtig schön gemacht. Wir sind hier uns gerade im Bereich, wo sich die Orks und Goblins aufhalten. Gemeinschaftsräume. So, ein bisschen Lebensenergie dazu gekriegt. Und jeder Gegner bitte nur einzeln. Das waren eindeutige Treffer. Die Frage ist, warum treffe ich den nicht? Ich mache mich mehr schlecht als recht. So, die Frage ist, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Ich habe nicht das Verlies... Ah, war ich hier schon? Nee, welchen Schlüssel habe ich denn? Einen Eisenschlüssel. Voilà. Dann gehen wir mal hier rein. Ich kann mich auch nicht mehr an diese Level erinnern. Ne? Nach 20 Jahren ist es einfach nicht möglich. Also für mich nicht möglich, mich an solche Sachen zu erinnern. Bestimmt ein dummer Fehler. Fies in der Luft zerhackt. Wenn ich auch versuche, richtig körperlich auszuweichen. Und der blöde Ork schickt seine nächsten Kumpel vor. Ach, Minotaurus wieder mit seiner Hacke. Dem können wir vielleicht ein bisschen Lebensenergie abziehen. Ja, immerhin mal getroffen. Ich
treffe ihn aber. Also ich ziehe nicht gut Lebensenergie ab, muss ich sagen. Immer nur 75 oder so. Hinter dir. Wir werden aber sicherer mit dem Schlag. Okay. Jetzt kommt der Orki noch. Du bist aber... Ein Barbarenschild. Schwere Keule. Nicht so mein Ding. Ein Gitter, durch das man nicht durchkommt. Da durch den Gang ist der gekommen. Wir blicken uns mal ein bisschen weiter hier um. Hier wurde der gefangen gehalten. Wahrscheinlich gefangen gehalten. Achso, was macht denn das Schild jetzt eigentlich hier? 2000. Naja, ich habe ja mein Schild irgendwie noch nie verwendet. Graffitis machen die Orks auch. Da ist der Hebel. Gibt es denn eine andere Möglichkeit, außer rechts hoch, links hoch zu klettern? Da willst du nicht runterstürzen. Ein Krafttrank. Nehmen wir gerne mit. Ein Krummsäbel. Was macht das Krummsäbel? Level 15. Was? Lass mal liegen. Krummschwert, lass mal liegen. Mal wieder Zeit zum Üben. Und zwar Krummsäbel. Angriff vorne, hinten und vorne. Achso, ich bin ja auch noch nicht Level 15. Hm? Da wollen wir auch nicht runterstürzen. Die Frage, gibt es hier hinten noch irgendwas? Außer einen schönen Überblick über viele Blutflecken. Und einer sehr, sehr massiv gebauten Festung. Von hier oben sieht die nicht schön aus. Da ist ein ganzer Heiltrank. Na, da muss man aber echt mutig sein. Keine Höhenangst haben und so weiter. Schade, dass das doch ein bisschen pixelig ist, der Hintergrund. Ist hier mit seinen 40 Jahren wohl ein bisschen kurzsichtig. Und kann ich so gut die Schärfe in der Ferne sehen. Na, da kommen wir da nicht hoch. Ah, hat hier das geöffnet. Und das haben wir von oben gesehen. Das Spiel ist ja doch eher... nicht gerade sehr positiv bestätigend. Hier wollten wir rauskommen, genau. Jetzt haben wir auch den nächsten Schlüssel. Und Spiel speichern. Wir haben ja dazugelernt. Ab und zu jedenfalls. Das verschafft einem auch mal ein bisschen Genugtuung. Full HP-Trank habe ich auch, aber ich habe auch nicht mehr so viele Gegner vor mir, um in den nächsten Level aufzusteigen. Irgendwas habe ich gerade ein paar Mal falsch gemacht.
das tut gut. Manchmal treffe ich auch gute Entscheidungen. Gut, der gibt wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte. Da waren ja doch ein paar Gegner unterwegs. Also wenn man auf diesen Treppen steht und kämpft, bringt das echt nichts. Außer Ärger. Ich meine damit, dass ich eben diese Schläge, dass die Superschläge überhaupt nicht treffen, ne? Das ist... Ich hoffe, das sind keine Betten. Da kann man nämlich ordentlich runterfallen. Zellenschloss. Drüben war noch ein Schloss. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel passt oder ob das auch ein Zellenschloss ist. Okay, Zellenschloss. Leider haben nämlich auch noch getroffen. Aber ich finde, das war jetzt echt gut. Und ich mag auch diesen Zellentrakt hier ganz gern. Also die Ork-Festung haben sie auch mit etwas mehr Liebe gemacht. Wenn ich mich da an Terra Love erinnere, das war ja nicht so mit Liebe versehen. Ein Hebel. Die KI sagt dir wieder, du sollst da bleiben. Nee, doch nicht. Es ist echt, ne, kurz vor knapp. Hier steht noch ein krummes Schwert. Was wir jetzt nicht mehr brauchen. Und du bist hoffentlich der letzte Gegner. Ich speichere lieber ab. Bevor ich in die nächste Stufe aufsteige. Aber blöd, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Schön, dass ich abspeichere und dann... Immer noch nicht. Jetzt aber der letzte Gegner, ne? Und das ist jetzt wieder so ein Riesenmotz. Das war mein Kill. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich gegen den Dicken antreten. Obwohl ich den Ork schon selbst getötet hatte. Das wollte ich doch haben. So, schnell speichern.
So, den Zellenschlüssel. So, das andere Ding war hier oben gewesen. Da sind wir dann nicht mehr hingekommen. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ein Kreuzspitzenspeer. Danke, mein Freund. Doch du kommst zu spät. Ich bin nun zu schwach und zu müde, um zu kämpfen. Dank der Weisheit unserer Vorfahren bleibt uns jedoch eine Hoffnung. Unsere Festungen mögen fallen, doch ihre Rätsel sind durch Geheimnisse geschützt. Und nur die heiligen Zeichen auf dem Stein weisen den Weg. Komm, nein! So, und jetzt werden wir von der Falle zerfetzt. Bestimmt. Und jetzt kommen wir da draußen raus. Und es ist bereits finstere Nacht. Ja, cool. Gast gestorben. Gefangenschaft und Krankheit hatten ihn geschwächt. Die grausame Klinge, die ihn enthauptete, war eine Gnade. Dennoch gibt uns sein Glaube neuen Mut. Auch seine Hinweise über Geheimnisse und Rätsel sind hilfreich. Der Feind bedroht den weißen und den blauen Edelstein, die in der Schlucht von Orlok und im Eisschloss verborgen sind. Eile ist geboten. Und einer dieser beiden Orte sollte dein nächstes Ziel sein. Ja, das war die Festung Shalatuvar. Hat ganz schön gedauert. War aber doch sehr interessant gestaltet, sehr liebevoll. Ich sehe, dass wir jetzt gar nicht mehr in die zu dieser Oase reisen können, die vorher dort angegeben war. Und dann müssen wir erstmal die anderen Orte anfahren. Aber das belassen wir jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen. Macht's erstmal gut.